Wir besorgen uns heute in Kingdom Come Deliverance ein edles Zaumzeug und eine Kopfrüstung für euer Pferd und das Ganze auch noch gratis. Dafür begeben wir uns nördlich von Ledechko an eine Abzweigung in den Wald. Ihr seht genau, wo ich auf der Karte bin. Ihr müsst das auch hier beginnen, weil sonst kommt ihr nicht an den Schatz. Ihr könnt das Ganze nicht per Luftlinie nehmen. Wir gehen dann etwas weiter in den Wald hinein Richtung Klippen. Ihr seht das Ganze auch nochmal hier auf der Karte, wo ihr dann hin müsst. Schauen wir hier von oben runter, sehen wir da so ein Nest mit einem Pferdeleichnam drin. Und den wollen wir bekommen. Und jetzt probieren wir erstmal aus, was passiert, wenn wir da einfach runterspringen. Aber das natürlich erst, nachdem wir abgespeichert haben. Idiotin! Okay, das lief jetzt nicht ganz so gut. Game over. Es war ja eine riesige Distanz. Und damit ihr nicht sterbt, passt auf jeden Fall genau auf, wo ich jetzt hingehe. Und zwar hier von der Position aus, wo wir gestorben sind. Wir gehen jetzt die Klippe entlang und zwar in südlicher Richtung, also nach rechts von der Position aus, wo wir hier geschaut haben. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr hier auch diesen gleichen Pfad wie ich nehmt. Denn hier gibt es eine Stelle, da nehmt ihr noch nicht mal Schaden, wenn ihr da runterfallt. Und das ist wirklich sehr, sehr gut, wie ich finde. Da könnt ihr auf jeden Fall easy runter. Wie es mir scheint, schien das ein bisschen verbuggt zu sein, denn ich bin hier durch einen Stein durchgegangen. Vielleicht ist das bei euch nicht der Fall und ihr nehmt doch ein bisschen Schaden, ich weiß es nicht. Aber wir können jetzt hier zum Pferdeleichnam. Daneben übrigens noch ein Huhn. Ist wirklich sehr lustig gemacht, der Adler, der hier dieses riesige Ross geklaut hat. Edles Zaumzeug ist wirklich super. Das macht euer Pferd ganz schön mutig und sieht auch noch schick aus. Zusätzlich dann eben noch 60 Groschen, was jetzt nicht die Welt ist, und eben Rossstirn und Kanz. Das Ganze könnt ihr euch hier nochmal anschauen. Das ist so ein kleiner Kettenpanzer, den euer Ross hier bekommt. Zusätzlich dazu ein paar Platten auf der Stirn. Ist relativ cool gelungen, wie ich finde. Und das Zaumzeug natürlich auch wunderbar. Wenn ihr euren Pebbles damit zum krassesten Ross in ganz Böhmen gemacht habt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Fragnaht.